Aus dem Leben einer Balletttänzerin. Nicht jeden Tag gibt es Rosen. Der Weg zur Solistin ist auch für Karina Sarkisowa ein harter gewesen, geprägt von Glück, Selbstdisziplin, Überzeugungskraft. Die Zeiten, da Tänzer wie Opernsänger gefeiert und bejubelt wurden, sind vorbei. Es ist still geworden um das Wiener Ballett, seit die beiden Tanzkompanien der Staats- und der Volksoper zu einer gemeinsamen geschrumpft sind. Das Ballett will nicht mehr so richtig in Schwung kommen, es fristet sein Dasein als Stiefkind im Dornröschenschlaf. Dabei gäbe es genug Spitzentanz, den man wachküssen könnte. Sarkisowa ist einer der Stars des Balletts. Zum Publikumsliebling fehlt ihr aber das Publikum. Zu sehr ist das Image Wiens als klassischer Tanzboden in der Versenkung verschwunden. Sarkisowa gibt aber nicht auf, geht immer aufs Ganze. Muss man mit der Liebe zum Tanz geboren sein? Es hängt auch davon ab, wie man dazu kommt, dass man tanzen möchte. Ob man eine gute erste Vorstellung gesehen hat oder schlechten ersten Eindruck hatte. Und das ist natürlich, bei Kindern hängt das von Eltern ab. Und ich hatte sehr viel Glück, dass meine Mama, nachdem sie aber schon gesehen hat, dass ich immer nur herumhupfe und dazu singe und immer schauspielen möchte, mich ins Bolschoi gebracht hat. Und ich habe meine erste Ballettvorstellung gesehen und die war fantastisch natürlich. Obwohl ich damals nicht gesagt habe, wie die anderen das sonst machen. Ich möchte das auch machen und auch das schöne Tütü tragen. Ich habe einfach gesagt, ich möchte diese Atmosphäre mein Leben lang um mich herum haben. Ihre Präzision und Ausdruckskraft schöpft die Solistin aus ihren Beobachtungen. Sie geht mit offenen Augen durchs Leben, hat mit 18 ihren Sohn geboren und weiß um die Vergänglichkeit einer kurzen Tänzerkarriere. Ich gehe sehr gerne ins Kino, Zirkus, alles Mögliche, Theatervorstellungen. Ja, schaue, wie andere schauspielen, wie Leute im Leben sich benehmen, was sie machen, wie sie schauen, ob das gut aussieht oder schlecht, wie sie weinen, wie sie traurig sind. Alles ist wichtig. Ja. Ich denke, man soll sehr viel Wert drauf legen. Seitdem ich meine Familie habe, seitdem ich mein Kind habe, weiß ich ganz genau, wofür wir leben und was es geht. Ja. Und ich muss sagen, dass auch man die Rollen viel intensiver darstellen kann und rüberbringen, wenn man das erlebt hat. Wenn man weiß, was Liebe ist, wenn ein Kind noch ganz klein, wenn er gerade gelernt hat zu gehen, wenn er dich zum ersten Mal umarmt und wenn er zum ersten Mal sagt, Mami, ich hab dich lieb. Diese Gefühle kriegt man nirgendwo. Und wie sieht Ihre Zukunft aus? Ich schauspiele gerne, ich choreografiere sehr gerne und möchte auf jeden Fall mit Theater und Bühne immer zu tun haben, mein ganzes Leben lang. Ich glaube, ich bin eine der solchen Menschen, die im Theater sterben irgendwann.